with my own two hands. I'll met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I... Benvenuti, glaube ich. Ja, Bella Italia, da sind wir jetzt angekommen auf einen ganz, ganz besonderen, schönen Platz. Einen so schönen Platz. Genau. Aber er ist auch so schön. Ja, das ist definitiv. Knappe 800 Meter über dem Meeresspiegel sind wir ja angekommen. Ihr habt die letzten Meter gerade gesehen, was wir da gefahren sind. Holla, die Waldfee. So, nochmal mit einem anderen Mikrofon. Ist ja kein Problem. Dafür haben wir ja zwei, damit wir weiterreden können. Nein, also dieser Platz ist, wie gesagt, sehr bekannt. Er ist bei Park for Night. Deshalb sucht ihn euch selber oder schaut euch das Video ganz einfach an von, oh Gott, ich sag den Namen mal falsch. Let's get Otter hier. Oder Otter hier? Nee, Otter. Ich sage immer Otter, weil, aber es wird halt Englisch gesprochen. Es ist eingeblendet, ganz einfach. Egal. Da guckt ihr einfach mal hin zu, ja, genau, zu den beiden. Auf jeden Fall schöner Platz, kann man nicht anders sagen. Wir machen jetzt etwas ganz Besonderes. Wir machen ja also Bella Italia auf jeden Fall hier oben. Es gibt Spaghetti. Bolognese. Ja, Bolognese sogar. Mhm. Und ja, war auf jeden Fall eine tolle Anfahrt hierher. Schön einmal so quer durchzufahren und nicht halt über viele Autobahnen. Trotz allem muss man sagen, ziemlich teuer schon, was wir jetzt knapp bezahlt haben. Circa. Ja. So die 10 Euro das da noch, dann nochmal 7 Euro das, dann nochmal 3 Euro, nochmal also 6 Euro. Knappe irgendwas. 25 also Euro für die Autobahn bis ja. Jetzt. Aber wir haben noch ein bisschen natürlich morgen. Morgen gibt es nach Österreich und morgen ist dann auch diese Reise-Vlog-Serie zu Ende. Kann man schon sagen. Jo. Aber das machen wir in Österreich. Jetzt machen wir ein bisschen Bella Italia hier in Italien.
Was für eine absolut geniale Aussicht. Also, die beiden haben mit dem Platz wieder voll ins Schwarze getroffen, wirklich. Also, mega toll. Also, wir sagen euch, guckt bei Park4Night rein. Wir werden den Platz selber nicht verlinken, denn das ist was Besonderes. Und er ist da. Man muss sich hier auskennen. Wie gesagt, da unten ist Trento, Tirino. Wie heißt der Ort da hinten? Das italienische Ding, wie heißt das? Tenero? Trento. Also. Ja, okay. So gut. In Art. Wir blenden uns am besten ein. Ich wollte gerade sagen, da gehen wir auf Nummer sicher. Und dann müsst ihr halt einfach gucken, wo es hier einen Stellplatz gibt. Ja, leider gibt es in die Richtung schon Regen. Das Warum heißt, erzählst du nur das? Wir sind doch hier Fake-Fernsehen. So, wir machen YouTube. Da erzählen wir nicht. Es ist nur schönes Wetter. Nicht, dass da diese blöde Wolke auch da so reingeht, aber. Ja, naja. Man kann ja nicht alles haben. Ja, wir werden jetzt eine schöne Spielabend machen. Auf jeden Fall, wir machen das jetzt richtig gemütlich. Weil, er hat es ja verraten, es wird gleich regnen und wenn es regnet, ja, da werden wir nicht draußen bleiben. Ne? Nein, nein, nein. So, wir sollten auch dann zusehen, dass wir zurückkommen. Ich genieße den Blick mit euch und ich sehe gerade Fliegen. Hast du nicht geduscht? Doch, habe ich natürlich. Weil die ganzen Fliegen ja kommen. Ja, und wenn das natürlich schön ist, also jetzt dunkel ist oder so, dann habt ihr natürlich einen bombastischen Blick hier auf diese beleuchtete Städte. Ja, man sieht es ja, also wir sehen es ja schon, wie es da so langsam anfängt. Aber ist prima. Naja, ob wir es euch zeigen können, wird der Wettergott entscheiden. Richtig. Aber wir werden jetzt gleich zurückgehen. Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir haben es 10.17 Uhr. Wir stehen hier in Garnich. So eine Art und Weise heißt das. Garniger Therme. Genau. Richtig. Auf jeden Fall von mir auch guten Morgen. Schön. Ihr habt es gerade gesehen. Ein Wolkenspektakel dort unten. Mit der Aussicht, das war schon schön hier. Also richtig cooler Platz. Wie gesagt, ihr findet ihn jetzt. Habt ihr den Ort ja gehört? Findet aber Park4Night. Guckt selber nach. Wir werden jetzt ihn nicht explizit verlinken. Für uns heißt es aber langsam, aber sich Abschied nehmen von Italien. War nur ein Zwischenstopp, weil es auf dem Weg ja wieder nach oben Norden geht. Aber wir müssen noch einen Supermarkt suchen, weil natürlich unsere Toastbrotvorräte gehen schneller zu Neige, als wir dachten. So ist das halt. Und deshalb brauchen wir nochmal Frisches. Aber da müssen wir einen größeren Supermarkt auch suchen. Denn der Kleine hier im Ort wird es nicht haben. Nächstes Ziel ist Hall in Tirol, also bei Innsbruck. Das ist dann unser letztes Ziel im Ausland. Dann geht es nach Bayern. Und dann endet auch schon unsere Reise. Ja. Aber soweit sind wir natürlich noch nicht. Jetzt geht es erstmal zum Supermarkt und dann schauen wir mal, was wir noch so erleben. Nach Tirol. Apropos, wir fahren auf den Brenner.
Zumindest wollen wir das versuchen. Mal sehen, ob es klappt. So, der Plan. Ne, wenn jetzt irgendwas dazwischen kommt, ist das was anderes. Da kommt nichts dazwischen. Genau. Aber Abfahrt. Die Sonne, die lacht mal wieder. Genau, nachdem wir euch eigentlich eine Aufnahme vom Brenner versprechen wollten. Erstens war es uiuiui kalt. Dann war es feucht. Es war einfach, ist ja auch der hässlichste Pass, den man überhaupt fahren kann. Ja. Zumindest, wenn man von Italien auskommt. Wobei Italien so schön ist. Dann habt ihr jetzt eigentlich gesehen, wie wir dann weitergefahren sind. Alter Falter, da wurde es ja wieder richtig schön, wo wir jetzt hier die Berge, die hinter den Bäumen sind. Halt Österreich. Ja, gesehen, genau. Ja. Also die kann ich euch einblenden. Ich habe nämlich ein Bild gemacht. Hast du ein Bild gemacht? Das ist ein Bild gemacht. Also wahrscheinlich werde ich es dann einblenden. Doch nicht, machst du nicht du. Ja, genau. Ja, wir sind hier bei Camping Hall angekommen und wollen auf jeden Fall durch Hall in Tirol laufen. Mhm. Aber vorher noch eine wichtige Information. Ich blende euch jetzt mal zwei Bilder ein. Wir waren in Italien tanken und da ist es wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr genau darauf achtet, ob ihr mit Service oder ohne Service tankt. Das ja kann mal bei einer so einer Tankfüllung von so einem Dicken da mal um Klappe 16, 17 Euro Unterschied sein. Das ist schon eine ganze Menge, also die kann man sich sparen. Genau darauf aufpassen, wo man tanken tut. Ja, jetzt laufen wir durch die City und dann gibt es was zum Futtern. Und ja, dann ist schon bald dieser Teil, die ganze Reise. Ja, eigentlich vorbei, ne? Das ist dann zumindest nur noch ein bisschen Deutschland-Geplänkel. Ja, das gibt's aber nicht zu sehen. Das genießen wir nochmal. Die Reihe heißt ja Österreich-Kroatien und richtig mehr. Richtig. Mehr war auch dabei. Da war viel mehr dabei. Mhm. So, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Wir zeigen euch jetzt ein paar Sachen, hoffentlich aus Hall in Tirol. The sky I have ever seen, the most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this. I've been made.
Freitagmorgen, 22. September 2023. Und wieder mal, wenn wir einen Ort verlassen wollen, wenn es in Österreich ist. Es regnet. Also Österreich trauert wieder um uns, dass wir Österreich verlassen. Ja, so ist es nun mal. Irgendwann müssen wir. Auch wenn wir erst Freitag haben und wir noch zwei, jetzt Wochenende haben. Aber ja, wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Wir sind in der Nähe von Innsbruck, also Halle in Tirol. Da bist du bis nach Hannover, ist das nur so 1, 2, 3 Kilometer. Ja, genau. Das werden wir jetzt wohl auch in Ruhe jetzt erstmal die erste Etappe machen. Genau, jetzt geht es nach Neumarkt in der Oberpfalz zu Berger. Aber das ist alles, was wir nicht mehr euch zeigen werden, denn hier ist jetzt offiziell die Reise Österreich, Kroatien und mehr vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es wird noch ein Fazitvideo mit Streckenverlauf, Kosten und so weiter und so fort. Das kommt, dann, kommt auch noch. Das werden wir noch produzieren müssen. Aber ich denke mal, sonst habt ihr wirklich viele Sachen gesehen. Kärnten lohnt sich mit der Kärntencard definitiv. Auch das werden wir in dem Video nochmal genau sagen, was wir hätten sonst bezahlen müssen. Mhm. Und ja, Steiermark, Tirol, wo waren wir noch? Wunderschön. Kroatien, sowieso. Wie gesagt, wir haben nur Pola gezeigt, aber es lohnt sich allein. Italien. Also. Ach, es gibt so viele schöne Ecken, das muss man so sagen. Genau. Die nächsten Reisen stehen auch schon an, die haben wir im Kopf. Wann das so genau auf den Kanal kommt, wissen wir natürlich noch nicht. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.